Mein Nachbar ist der Abdala. Heute machen wir schwäbisches Chicken Masala. Mein Name ist Dietmar Dittle und heute machen wir schwäbisch-indisches Gericht. Mein Name ist Stefano Zarella und ich bin spezialisiert auf internationale schwäbische Hausmannskost. Was passiert, wenn man ein Schwabe und ein Inder mischt? Dann entsteht ein Schindy. Zuerst Knoblauch und Ingwer klein hacken. Wir machen alles von Hand, denn wir sparen. Wir sind Schwaben, wir sparen! Bei Knoblauch kommt ja ab und zu ein Tränchen. Jetzt kommt unser Hähnchen. Neu. Das ist ein schwäbisches Chicken Masala, Mensch. Ach, Maultasch da. Maultasch! Das wird keine einfache Geburt. Jetzt kommt ein bisschen Joghurt. Wir tun jetzt ein bisschen marinieren. Ich tue mal ein bisschen schockieren. Das muss man auch alles ein bisschen kopieren. Und danach kannst du wieder definieren. Ja, dann müssen wir auch mal ein bisschen studieren. Und danach kannst du bald wieder filetieren. Genau, und danach kannst du auch gucken, weil vielleicht können wir dir auch eine schmieren. Oh, hoppla, Bibi. Bist du beim Wegrennen auch schneller ran als ein Puma? Jetzt brauchen wir auch schon mal eine Ladung Kurkuma. Ab und zu habe ich auch das Problem, dass ich ein bisschen spritze. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Paprika zum Quirzer. Hat sie gar nicht gereimt. Ab und zu benimmt sich der Stefan wie ein Lümmel. Jetzt brauchen wir Kümmel. Heute machen wir nichts Süßes wie der McFlurry. Jetzt brauchen wir ein bisschen Curry. Steffen Curry, hopps, er Wurf. Ich kann nicht mehr. Das ist einer der besten Dreierwerfer der Welt. Curry. Stefan Curry, 1 gegen 1, hast du keine Chance gegen. Nein, Dietmar, schneller, breiter und schneller. Ich weiß nicht, ob man das darf. Jetzt kommt ein bisschen scharf. Das brennt viermal. Unsere Gerichte sprechen für sich Bände. Das mischen wir jetzt mit der Hände. Haben Sie mehr? Ja. Als nächstes mal die Maultasche anbraten. Die Pfanne ist heiß wie Rosidas Reis. Höre du das Brutzeln? Ah, jetzt haben wir die Maultasche Masala scharf und goldbraun anbraten. Die kommen jetzt hier rein. Separat. Zur Soße. Hier kommt jetzt unsere Knoblauch-Ingwer oder wie ich sag, Kingwer. Hau ein heißes Zeug. Und jetzt machen wir da quasi nochmal die Soße. Genau. Aua. Was brauchen wir jetzt zum Weinen? Zwiebeln. Denn das wird ein bisschen feiner. Aua. Nicht Wein, komm her. Hey, hey, Bello. Ist okay. Um das abzumlöschen, Chicken Masala, brauchen wir besondere Kraft. Und zwar die Kraft vom Tomatensaft. Beim Kochen vertraut auch einmal in eurem Instinkt. Schüssle aufs Nüssle. Hast du im Sommer manchmal auch eine Plane? Da brauchst du jetzt einen Schuss Sahne. Hau eins zeigen. Somit ist der schwäbische Chicken Masala in der Endphase. Jetzt kommt die Maultasche auf Straße. Von hier aus sehe ich schon ganz klar Anschnallpflicht. Also der Reis ist schon ausgerollt wie ein Teppich. Und oben drüber kommt Maultasche Masala. Ein bisschen Petersilie für die ganze Familie. Wir wissen es alle, probiere Gott über Studiere. Stiftung Schwabentest. Chicken Masala mit Maultasche. Stößchen. Ja, unglaublich. Mit Abstand. Mit Abstand. Die beste Chicken Masala auf der ganzen Welt.